Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer brandneuen Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Ist euch das eigentlich aufgefallen, dass ich im Laufe der Zeit irgendwie meine Anmoderation geändert habe? Ich habe das selber nicht bemerkt. Ich habe ja früher mal gesagt, hey Freunde. Und dann irgendwann, hallöchen Freunde. Und dann, jo, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. So, hier ist nichts mehr, das haben wir schon aufgesprengt. Zack, du haust mal ab. Kommt der nächste Stein? Nee. Da kommt der nächste Stein, aber... Zack, 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 wo rollt er denn lang? Wo kommen die denn her? Von da oben? Hier ist erstmal der Dongos Höhle. Ich glaube allerdings nichts, dass... Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert ist. Deshalb geht da... Rollt der nächste. Wo wollte er denn hin? So, vielleicht wären hier auch Bomben gar nicht so schlecht. Vielleicht soll ich mal die Bomben ausrüsten. So, beim letzten Mal haben wir so ein paar Nebenquests gemacht. Haben die Pona freigeschaltet, sag ich mal. Ach, von da kommen die. Von da oben. Ich will aber erstmal zu Goronia. Ich höre eine Kuh. Ach, die war da oben, genau. Ah, genau. Und beim letzten Mal haben wir auch dieses Item hier bekommen. Heißt, wir droppen hier einfach mal eine Bombe. Hier ist immer noch irgendwas. Hallo? Was ist denn hier los? Hymne des Sturms? Das habt ihr mir auch mal vor Jahren geschrieben, gefühlt. Vor tausend... Ah, tatsächlich. Manchmal kann man nämlich auch einfach dieses Lied hier spielen. Beispielsweise auch, wenn Navi irgendwo hinfliegt. Und dann öffnet sich da auch ein Weg. 200 Euro! Die kann ich alle gar nicht tragen! Mann, ich will mein Geld die ganze Zeit loswerden und ich kriege immer nur mehr dazu. Ach, das sind Käfer. Ich brauche die Käfer. Ich brauche die Käfer. Dankeschön. Mein Nahrungsmittel. Ich nehme noch einen Käfer mit. Ist noch einer da? So, zack. Zwei Käfer. Denn mit denen, die muss ich in diese ganzen Löcher stopfen, die hier überall sind. Wo wir auch die Boden reinpflanzen können. Und dann kommen da Skulltulas raus. Also als junger Link. Oh ne, jetzt kommt gleich eine blöde Aufgabe. Denn, oh, hier ist überhaupt kein Gerone mehr. Zack, ich werfe jetzt einfach mal das Teil hier runter. Jetzt haut er ab. Denn den muss ich treffen. Da ist auch irgendwas. Ich höre eine Skulltula. Jetzt geht er da hinten lang. Ja, das war dieser Riesengerone, der vorher rumgerollt ist. Jetzt ist er klein. Zack, da, jetzt haben wir ihn. Wie konnte es dir nur gelingen? Bist einer von Gandos Leuten, höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Strolli, der... Grüß Krieger der Goron. Moment mal, Freunde, ich glaube, da kommt gerade jemand. Ich bin sofort wieder da. So, Freunde, da bin ich wieder. Sorry, ich muss ganz kurz weg. So, was ist denn jetzt mit dir? Was? Auch dein Name ist Strolli? Ja, da musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Strolli. Darunia ist mein Vater, kennst du ihn? Ja, er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel mehr für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Ja, das glaube ich. Strolli, für uns bist du ein echter Held. Eine Gottheit. Die majestätische Boskovic. Ich wollte eigentlich irgendwas anderes sagen. Kam Boskovic wieder raus. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Strolli den Goronen. Oh. Stell dich mal vor. Ihr sagt Strolli der Mensch. Oder irgendwer. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist halt komplett blöd, wenn man sagt Strolli der Mensch. Oder jetzt euren Namen und dann der Mensch dahinter. Wie sich das anhört. Ja, ihr wisst nicht, was ich meine. Oder worauf ich hinaus will.
Es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater Narunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Der lebt noch? Der Narunia? Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Ja, Vati, du sollst ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten fragst du mir etwas. Worüber willst du ihn befragen? Ach so, ach, das Navi sagt es. Über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagi an den Höhen des Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf der gesamten Art, auf der grausamsten. Mann! Oh je. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagi zu vernichten. Und wer hat es gemacht? So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Na, natürlich. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der. Ach so, okay. Warte, was ist das denn hier? Ich habe mich irgendwann am Bein verletzt, merke ich gerade. Ja, Vati, du sollst ihn beruhigen. Ja, ich soll schon wieder was fragen über die Goron. Vater war gerade nicht hier, als alle von Gandorf in den Feuertempel verschlüpfen. Sag mal, was hat er denn noch alles gemacht? Es war schrecklich. Gandorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen die Volvagi ja geopfert haben. Vater sagte, dass Gandorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Typ die Goron dem Fraß, der Tyrann. Ja, okay. Ja, brach er ganz alleine auf. Bitte hilf ihm, Strolli. Möge diese Goron-Rüstung zum Gelingen der Mission beitragen. Die Goron-Rüstung. Super. Diese feuerfeste Rüstung passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Dankeschön. Und natürlich gehen jetzt alle Türen auf. Eine Masterhand. Weißt du, der Korone, der hat da so einen Schalter. Ich weiß zwar auch nicht, wo der die Rüstung her hat, aber der hat da anscheinend. Ach, ich weiß auch nicht. So, ziehen wir sie direkt mal an. Och, guck mir das an. Guck mal. Oh, wunderschön. Hier ist doch irgendwo eine Skulptula. Ich meine, die hängt da vorne. Ach, tatsächlich. Warte, von da kriege ich die, glaube ich. Zack. Moment mal. Da hole ich mal ganz schnell meinen Enterhaken. Zack. Was ist das denn? Natürlich komme ich noch nicht ran. Okay, gehen wir wieder nach oben. Au. Au. Warte mal, ach, da komme ich noch gar nicht hin. Das ist viel später, glaube ich. Aber wie genau ich da hinkomme, weiß ich auch nicht. So, da ist die Skulptula. Oh, was machst du? Lauf da drauf. Okay. Nein, was machst du? Hä? Sieht aus, als hätte hier jemand was weggenommen. Was weggenommen? Ach, da will ich nochmal, was der Goron-Rubin. Wie komme ich denn jetzt da ran? Muss von hier da. Danke. So, jetzt drehst du dich um. Und nimmst das Teil. Na, endlich haben wir es. So, jetzt kannst du runterspringen. Gehen wir nochmal hier zu Darunia. Und natürlich ist er hier nicht. Er ist im Feuertempel. Ich finde übrigens die Bezeichnung so ein bisschen blöd. Waldtempel, Feuertempel, der nächste wird der Wassertempel sein. Überall, jeder Tempel oder jeder Dungeon hat das Wort Tempel im Namen drin. Das finde ich so ein bisschen blöd. So, falls ihr euch denn noch dran erinnern könnt, als Kind mit der normalen Rüstung, beziehungsweise mit unseren Kokiri-Klamotten, hätten wir es hier nur 2 Minuten ausgehalten. Jetzt ist hier kein Zeitlimit mehr. So, da hinten ist auch noch ein Herzteil. Hier muss ich auch später als Kind tatsächlich nochmal hin. Diese Steine kriege ich nicht kaputt mit dem, mit den Bomben. Brauche ich was anderes für. Was das sein wird, das sehen wir noch. So, auf jeden Fall hier erstmal. Zack. Und hier treffen wir erstmal auf Sheik. Erneut. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift.
wird er weisen. Wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Wunderschön. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Schrulli, wir werden uns wiedersehen. Wir dürfen einfach nicht mit Sheik reden. So, jetzt können wir auch uns hier wieder hin teleportieren. Ihr seht, da vorne ist ein Herz. Jetzt ist es nicht mehr da. Da ist es wieder. Da ist ein Herzteil. Da kommen wir nur ran, wenn wir... als Erwachsener ist das dieses Loch jetzt nicht da, ne? Aber normalerweise ist hier auch wieder so was zum Einpflanzen. Und ja, Freunde, ich würde aber sagen, ab in den nächsten Dungeon. Der Feuertempel. Los geht's. Da sind wir schon. Okay, keine große Anmoderation hier. Kein Einblick. Und dieser Tempel, ich sehe schon wieder die Masterquest-Dinger. Dieser Tempel ist was ganz Besonderes. Und zwar achtet mal auf die Musik. Okay, nee, ihr müsst eigentlich nicht drauf achten. Aber, die Musik... Scheiße, wo kommt das denn her? Die Musik wurde... In den Entwicklungen wurde die Musik wo kommt er denn jetzt her? So, den kennen wir ja schon. Der klaut ja unser Schild, aber jetzt kann er uns auch die Rüstung klauen. Deshalb kann man die sich immer wieder kaufen. Haben wir ja schon gesehen. So, der Gerone da, der hat Angst. Da ist wahrscheinlich ein Schlüssel drin. Nee? Bitte, bitte frisst mich nicht. Wenn du mich frisst, dann wird dir ganz schlecht werden. Du wirst es bereuen. Ich mache ja nichts. Hier kann ich erstmal nichts tun. Aber was ich sagen wollte, die Musik wurde hier geändert, denn am Anfang gab es hier noch Gesänge in dieser Melodie. Und die gibt es jetzt nicht mehr, denn der Islam hat sich da beschwert. Das waren nämlich anscheinend irgendwelche islamischen... ich kann euch ja hier mal was Kurzes einblenden. Ich komme hier entlang. Okay. Da brennen zwei Fackeln nicht. Da komme ich auf jeden Fall nicht lang. Hier muss ich dann wahrscheinlich irgendwas an. Warte mal, die sind ja in der Wand da drin. So, warte, hier kann ich auch nichts tun. Wo muss ich denn hin? Warte mal, brauche ich hier? Sag nicht, ich brauche das Teil schon hier. Ich nutze mal mein Feuer-Inferno, weil ansonsten weiß ich gerade nicht, wie es weitergehen soll. So kann ich auf jeden Fall die zwei Fackeln anzünden. Hat nichts gebracht. Dann mache ich das hier mal auch gerade noch. Vielleicht muss da auch das Licht an sein. Ah, tatsächlich. Aha. Okay. Und da ist er. Wer ist da? Bist du es, Strulli? Tatsächlich, Strolli, du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Ja, schon wieder. Warum, was hat er denn vorher gemacht?
Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagi aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangene Goron der Beste zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das Feuerschweine-Ungetüm aus der Höhle dem Tempel entkommt, wird Hyrule in flammendes Inferno versinken. Das kann ich nicht zulassen. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Strolli, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die sie Volvagia gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Strolli. Warte mal, wie kam der denn gerade da durch? Der hat doch gar nicht den Boss-Key. Und warum hat er wieder abgeschlossen? So, ich komme jetzt da lang, aber ich will halt da entlang. Ich hoffe, schaffe ich das? Höher! Ja, oh Gott sei Dank. Ne, der springt immer manchmal so ein bisschen. Ne, da kommt er nicht rüber. Und muss ich mich ranziehen. Der ist schon wieder sowas. Aber hier ist ja gar nichts. Warte mal, wo geht's da denn lang? Ah, ich muss hier auf jeden Fall wieder so ein paar Sachen anzünden, sehe ich. Wahrscheinlich alle auf einmal. Warum kriege ich diese Kisten nicht kaputt? Achso, ich roll nur nicht richtig dagegen. Geld brauche ich wieder nicht. Ich hätte mir wirklich was kaufen sollen. Geld. Geld. Ah, hier ist noch eine Kiste. Brauche ich hier die Feuerpfeile? Nee, ich muss das so machen. Ah, die ist auch an. Sehr schön. Ich hoffe, die bleiben auch an. Wie soll ich denn so schnell darüber kommen? Ich glaube, das kann ich später erst machen. Jetzt bringt mir das noch nichts. Na guck mal, ich schaffe das ja nicht in der Zeit hier rüber. Um das hier anzuzünden. Ach warte, hier ist aber auch zu. Okay, dieser Tempel, der könnte wieder super schwer werden. Okay, was mache ich? Komme ich von hier aus da hinten hin? Natürlich nicht. Ach, Moment. Nee, ist ja ganz klar. Wo ist denn die andere? Da vorne. Ach, sehr gut. Hat funktioniert. Da geht's auf. So, hier müssen wir jetzt aber einen Schlüssel drin haben. Ja, sehr gut. So, dann gehen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Hier können wir erstmal dann noch nichts tun. Ne, das ist ja absolut, das ist ja nur der Bossraum. Ah ne, da vorne ging es doch irgendwo weiter. Aber jetzt erstmal hier rein. Du hast ja... Nein! Nein! Ich bin gleich wieder tot. Einmal auf mich zuspringen und ich bin tot. Aber Gott sei Dank, der andere kommt nicht wieder. Doch,
warum habe ich die jetzt so einfach so easy besiegt und bei dem anderen habe ich eine halbe Stunde gebraucht? Ach, guck mal, jetzt fliegt Navi wieder hier hin. Ich glaube, jetzt muss ich hier die Dings der Winde spielen hier, ne? Hymne des Sturms. Nee. Bringt nichts. Was ist denn hier? Vogelscheuche? Wie war denn das Lied nochmal für eine Vogelscheuche? Ach so, anscheinend. Vogelscheuchenpolka. Nee, auch nicht. Was ist denn hier? Was kann man denn noch spielen? Oder eine Bombe? Warum regnet es hier eigentlich? Was ergibt das für einen Sinn? Nee, Bombe auch nicht. Was kann ich denn noch hier spielen? Hymne der Sonne vielleicht? Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann da habe ich keine Ahnung. Ah! Was ergibt das für einen Sinn? Hä? Ach, eine Fee! Nein, halt, die wollte ich mitnehmen. Ich dachte, hä, was? Ich dachte zuerst, da wäre irgendeine unsichtbare Kiste oder so. Was? Was? Das könnt ihr nicht machen. Jetzt schon Eisenprinz. Die kommen normalerweise erst im letzten Dungeon. Jetzt ist der schon hier. Was zum Teufel? Okay, aber wie gesagt, den kriege ich eigentlich relativ schnell platt. Zack, ihr habt mir gesagt, der zieht irgendwie 8 Herzen ab oder so. Zack. Ja, guck mal hier, wie easy. Und ihr sagt, beziehungsweise der Basukasu sagt, die sind 1000-mal schwerer als diese Stahlfossritter. Da ist schon wieder. Ich bin Nachmacher. Du kommst mit. Eine Fee. Und mit dieser wunderbaren Fee möchte ich auch die heutige Folge mal beenden. Das ist noch eine? Ja, die nehme ich schon auch mit. Nee, ich habe keine Kiste mehr. Nein, halt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich noch eine Kiste? Eine Kiste. Nee, ich habe jetzt 2 von diesen Käfern. Ah, nee, dann bleibt die mal hier jetzt. So, was ist das? Was ist denn hier jetzt wieder? Was? Hymne der Sonne wieder? Tatsächlich. Noch eine Fee. Pass auf. Ja. So viele Feen brauchen wir jetzt auch wieder nicht. Aber Freunde, beim nächsten Mal schauen wir uns das an. Schauen wir uns dann den Tempel weiter an. Und noch eine? Hallo? Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sehen beim nächsten Mal, was hinter dieser Tür lauert. Die Fee hat schon in den nächsten Raum reingeguckt. Jetzt ist sie weg. Wir sehen uns dann. Ich bin jetzt auch weg. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao.